Ja, heute haben wir wieder ein volles Programm in der wissenschaftlichen Tagesschau. Heute, wir haben ja letztendlich die Rolle der öffentlich-rechtlichen Medien übernehmen müssen, weil dort natürlich so viel Werbespots von der pharmazeutischen und der Medizinindustrie oder von anderen Industrien laufen, dass man sagen kann, nach dem Motto, naturwissenschaftlichen Motto, wes Brot ich ess, das Lied ich sing, dass dort selbstverständlich Evolutionsprozesse abgelaufen sind, die dazu geführt haben, dass im Prinzip sich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen natürlich sehr pharmaindustriefreunde und Medizinindustriefreunde angehäuft haben, notwendig, und deswegen eine realistische Berichterstattung einfach sachlich unmöglich ist aus naturwissenschaftlicher Sicht. Ganz kurz der Hinweis hier. Hier haben wir World Council of Wise People, Next Scientists for Future, müssen also die Rolle der öffentlich-rechtlichen Fernsehen übernehmen und versuchen eben der Ort mit 99,9% Wahrheit zu sein, im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern, die im Prinzip sozusagen die Meinung ihrer Werbekunden wiedergeben müssen. Warum ist das so? Hier haben wir in der Evolution der Medien, wir haben den ersten Frühjournalisten der Evolution und der lebt noch in der Welt der Wahrheit und sagt, ach, ich darf auf keinen Fall Werbung, ich darf auf keinen Fall Annoncen, bezahlte Annoncen zulassen. Sobald ich eine bezahlte Annonce zulasse, mache ich mich abhängig von dem Geldgeber dieser Annonce. Und schon fängt es bei mir an, dass ich, wenn ich dann investiere mit diesem Geld und dann sozusagen in Zukunft immer wieder mit solchen Annonceneinnahmen rechne, dann mache ich mich abhängig davon. Und irgendwann werde ich immer freundlicher zu meinen Annoncenkunden werden, zu meinen Werbekunden werden und werde immer weniger diese kritisieren, weil ja meine ganze Zeitung, mein Medium von denen finanziert wird. Und dann komme ich irgendwann in die Rolle, dass ich sozusagen nach dem Motto leben muss, wes Brot ich ess, das Lied muss ich singen. Also wes Brot ich ess, das Lied ich sing. Also wessen Brot ich ess, das Lied muss ich dann singen, weil ich mich abhängig gemacht habe. Und das war ein wahrheitsorientierter Journalist, der also sagt, nein, mache meine Zeitung nur mit dem Geld der Käufer und lasse überhaupt keine bezahlte Werbung zu, nur kostenlose private Annoncen oder sowas, aber nichts, wo ich irgendwie irritiert werde in meiner Wahrheitspflicht, ne? Und irgendwann kommt aber zwangsläufig der erste Journalist, der sich irrt und der sagt, ach, das ist doch nicht so gefährlich, lassen wir doch mal ein paar bezahlte Annoncen zu, dann werden die Annoncen immer größer, dann werden die Werbekunden und dann plötzlich, kann die Zeitung gar nicht mehr überleben ohne die Werbekunden und so weiter. Und ja, und dieser, die, und außerdem mag ich sowieso meine Werbekunden, also dieser Journalist hat sowieso große Sympathien für die Pharmaindustrie und die Medizin. Medizinindustrie und für Ärzte und so weiter und ist vielleicht sogar selber Arzt von der Grundausbildung. Ja, und dann sieht er überhaupt kein Problem und sein Medium wird immer abhängiger davon. Aber jetzt passen Sie auf, was jetzt unter Bedingungen von Markt- und Arbeitsteilung zwangsläufig notwendig passieren muss in der Evolution. Nämlich, dass dieser hier richtig viel verdient, weil er schreibt in seinen Artikeln ja sowieso schon Medizin, Pharmaindustrie und medizinfreundlich, weil er eben auch von Grundausbildung schon Arzt ist, ja? So, und dann ist es ganz klar, dadurch haben auch die Annoncen der Pharmaindustrie bei ihm größeren Effekt, weil ja quasi die Annonce durch die umliegenden Artikel ja in ihrer Wirkung noch verstärkt wird, sozusagen.
Und dadurch kriegt er immer mehr Aufträge, immer mehr Werbeaufträge von der Pharma- und Medizinindustrie und so weiter. Immer mehr Arztpraxen inserieren dort und so weiter. Und er kann eben im Gegensatz zu diesem hier, der ein armer Schlucker bleibt und wo sein Urenkel dann die Zeitung einstellen muss, kann dieser hier sozusagen letztendlich hier zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel und wird eben der Vorfahre der großen Verlegerhäuser von heutzutage. Und irgendwo aus dieser Welt des Journalismus sind ja auch ARD und ZDF hervorgegangen. Die sind ja nicht aus dem luftleeren Raum gekommen, sondern sie sind aus der Welt der erfolgreichen Journalisten gekommen. Und das heißt, die haben die gleichen gewinnbringenden Irrtümer im Kopf, die ihnen diesen Vorteil gebracht haben, sodass also wer in ZDF und ARD arbeitet, schon von vornherein ja eigentlich schon Pharmaindustrie und Medizinindustrie freundlich war. Und wenn er dann erlebt, wie eben in ARD und ZDF ein Teil seines Gehaltes bezahlt wird von Pharma-Werbespots und Medizin-Werbespots, der weiß natürlich, dass er sich lieber nicht unfreundlich äußern sollte. Außerdem ist er ja mental, er ist ja schon voll mit gewinnbringenden Irrtümern, karrierefördernden Irrtümern und vorteilbringenden Irrtümern und hat von daher auch überhaupt keine kritischen Gedanken. Also wir sollten nicht dem öffentlich-rechtlichen Journalisten, auch wenn es vielleicht im Einzelfall so ist, dass einer sagt, naja, mir ist es zu gefährlich, die Pharmaindustrie zu kritisieren, schließlich bezahlt die meinen Job. Das mag bei einigen wenigen Fällen so sein. Aber unterstellen wir lieber erst einmal, dass alles ohne böse Absicht geschieht, dass die Leute, dass die im ZDF und ARD arbeiten, dass die einfach den Irrtum glauben, Medizin und Pharmaindustrie seien gut für uns. Wobei sie nicht verstehen, dass unter Bedingungen von Markt- und Arbeitsteilung es ständig zu solchen Schädlichkeitsevolutionen, zur Evolution gewinnbringender Irrtümer kommen muss. Ja, also jetzt haben wir das also mal erklärt hier. Ach so, unser Tagesbild muss natürlich gezeigt werden, ne? Ein paar Millimeter und so, ne? So, jetzt haben wir unser Tagesbild schön zurechtgerückt. Ja, also das heißt, das war dann hiermit der Beweis, sozusagen. Wir brauchen echte werbefreie Medien und wir hier sind die einzige echte werbefreie Tagesschau heute und so weiter. Und wir sind sogar so werbefrei, dass wir keinerlei Monetarisierung und so weiter machen, was natürlich zu geringen Klickzahlen führt. Aber wir sollten uns auch nicht dran stören. Ja, das ist mit den Klickzahlen ist das eigentlich ganz einfach. Ja, Sie müssen also hier, ach so, ich stelle nur noch mal kurz unser heutiges Tagesthema vor. Corona, ACU, der außerparlamentarische Corona-Ausschuss, der zweite hat getagt mit Professor Ruppert. Werde ich gleich ganz kurz darauf eingehen. Das ist aber unser Tagesthema und dann dürfen wir nicht vergessen, dann nachher die Liste unserer Dauerbrenner sozusagen. Ja, und das bedeutet jetzt, was wollte ich zeigen? Hier wollte ich zeigen. Das Problem ist, wissen Sie, wenn es darum geht, wer Gemüse kauft oder so, ja, da spielt die Intelligenz nicht die ganz große Rolle, spielt schon eine Rolle, weil die Intelligenteren im Durchschnitt mehr Gemüse kaufen wahrscheinlich als die weniger Intelligenten, aber spielt nicht die ganz große Rolle. Aber leider bei Information gilt genau das Gegenteil. Ein Mensch, der hier durchschnittlich intelligent ist, wird immer durchschnittlich. Ach so, ich muss noch kurz sagen, ja, ich hoffe, dass Sie nicht dem Aberglauben anhängen,
dass alle Menschen gleich seien, alle Menschen Genies seien. Das ist ein antiwissenschaftlicher Aberglaube, der lange widerlegt ist. Die Evolution erzeugt aktiv Ungleichheit, erzeugt verschieden große Gehirne und verschiedene genetische Grundlagen für spätere Intelligenzquotienten sozusagen. Ja? Das heißt, ganz auf Deutsch gesagt, es gibt mitteldumme Menschen, es gibt sehr dumme Menschen und es gibt sehr kluge Menschen. Sehr wenige sehr kluge, sehr wenige sehr dumme und sehr viel mitteldumme Menschen. Ja? Und jetzt, wenn so ein mitteldummer Mensch sozusagen, der will ja auch Informationen bekommen. Aber jeder Mensch neigt dazu, dass er nur erstmal vorrangig das hören will, was ihm ähnelt, also seiner Mitteldummheit ähnelt, also seiner mittleren Intelligenz ähnelt. Ja? Und das heißt, hier große Klickzahlen kriegt immer, wer diese Masse bedient. Also hier. Ja? Wenn wir hier nach links schauen, das ist eine riesige Masse an Menschen. Die wollen ja auch irgendwas im Internet Fernsehen schauen oder öffentlich-rechtlich Fernsehen schauen. Und dazu darf das Niveau einfach nicht eine gewisse Höhe überschreiten, sonst verstehen die das nicht. Ja? Und deswegen muss es viele Medien geben, hier primitive Medien, hier zum Beispiel die Verschwörungstheoretiker-Medien und so weiter, muss es geben hier in diesem Bereich, dann vielleicht die öffentlich-rechtlichen Medien und so weiter, ja. Und eben ein Sender wie wir, der Wahrheit verpflichtet ist, sozusagen, und werbefrei ist, absolut werbefrei und damit völlig interessensmäßig unkorrumpierbar ist. Ich habe gerade zum Beispiel einem Kritiker von Bodo Schiffmann habe ich über den Sender mitteilen lassen, dass die doch möglichst den bitte bitten sollen, dass er mit uns eine gemeinsame Sendung macht, weil wir selbstverständlich die Kritik an Bodo Schiffmann hören wollen und damit eben talken wollen. Ja? Also Sie sehen, wie aufgeschlossen wir gegenüber jeder Falsifizierungsmöglichkeit, jedem Widerspruch, jeder Kritik natürlich sind, weil die Next Scientists for Future.de das eben das weltbeste Wissenschaftlerteam der Erde nun mal ist, ne? So. Und von daher, aber die Klickzahlen brauchen uns nicht zu beunruhigen. Die Masse, wo die Millionen Klicks sind, das ist immer im Bereich hier der durchschnittlichen Intelligenz und da kommt noch die untere Intelligenz dazu. Und natürlich erreichen wir, besonders weil wir ja von YouTube nicht gefördert werden, weil wir ja keine Monetarisierung haben und also an dem Werbespiel nicht mitspielen und den Haupteinnahmen dadurch von von YouTube nicht mitspielen, haben wir natürlich nur eine kleine Zuschauerzahl. Aber so ist es eben. Man darf sich davon nicht korrumpieren lassen. Ich habe für eine Sekunde überlegt, ob ich auch sagen soll, dass die Sender sich auch monetarisieren sollten. Nein, das wäre der erste Schritt zur Korrumpiertheit. Das wäre der erste Schritt zur Gewöhnung dann daran und dass man dann plötzlich anfängt, Rücksicht zu nehmen und sein Denken zu beschränken. Ne? So, dann gehen wir mal weiter. Also, der zweite Corona-Ausschuss, bitte nicht verwechseln. Corona-Ausschuss und außerparlamentarischer Corona-Ausschuss. Da war Professor Ruppert zu Gast. Also eigentlich war nur ein Wort wirklich wichtig. Wir leben in einer Expertokratie. Das ist das, was ich schon in vielen Sendungen immer wieder gesagt habe. Hier, ich habe es ja eben gerade schon erklärt. Ach so, da ist es ja. Hier, also, der erste Früharzt der Evolution sagt, ach Leute, ernährt euch gesund, lebt ein gesundes Liebesleben wie naturgemäß und so weiter, dann habt ihr starke Immunsysteme, lebt naturbezogen und so weiter. Und dann braucht ihr keine großen oder kleinen Krankheitserreger zu fürchten. Und irgendwann kommt der erste Früharzt der Evolution
und irrt sich mal wieder unter Bedingungen von Markt- und Arbeitsteilung. Und er sagt, nein, ihr könnt ruhig das ganze neue, modische, denaturierte Zeugs genauso essen, das ist genauso gesund. Dadurch werden die Leute chronisch krank und so weiter. Dann kann er ihnen immer mehr Behandlungen verkaufen, sozusagen. Sein Irrtum erweist sich als gewinnbringend, karrierefördernd und vorteilbringend. Und dadurch kann er eher zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel, und er wird der Vorfahre von Drosten, Wieler und Lauterbach, während hier dieser gute Früharzt wirtschaftlich kaputt geht und sein Urenkel die Praxis schließen muss, weil eben sozusagen unter Bedingungen von Markt- und Arbeitsteilung immer der Träger von Gewinn bringen, also von Irrtümern, immer der ist, der den großen evolutiven Erfolg hat. Und deswegen müssen wir das auch ändern, müssen also dann die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten und so weiter. Wenn wir das einführen, Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten, dann wird ein Arzt erstmals zum Experten werden können. Wir unterscheiden natürlich zwischen sozusagen den Ausnahmeärzten und Psychologen und den Mainstream. Was ich jetzt gesagt habe, gilt für den Mainstream-Arzt und Psychologen. Und es gibt jetzt schon eben diese Ausnahmeärzte und Psychologen, die eben sagen, nein, wir müssen doch nachdenken, wir dürfen doch nicht einfach nur jedes Geschäft mitnehmen, zum Beispiel das Impfgeschäft oder Testgeschäft einfach mitnehmen, unabhängig von der Frage, ob wir damit unseren Kunden schaden. Ja? Wir müssen doch, das sind die Ausnahmeärzte, wie sie auch bei den Next Scientists for Future Ärzte und Psychologen, wie sie bei den Next Scientists for Future selbstverständlich Mitglied sind oder dabei sind. Ja, und von daher, also nochmal ganz klar, Mainstream-Leute darf man niemals als Experten betrachten, sonst entfaltet sich eine von Irrtümern geprägte Expertokratie. Ja, Professor Ruppert, Expertokratie. Also eine von Irrtümern geprägte Expertokratie. Ja, deswegen ist unter Bedingungen von, aber den Politikern dürfen wir jetzt auch keinen Vorwurf machen, denn da die nicht verstehen, dass unter Bedingungen von Markt- und Arbeitsteilung, die, solange sie ungelenkt sind, sozusagen, also nicht durch eine Wohlfühlstimme, von der alle Verdienstzuschläge abhängig gemacht werden, nicht gelenkt ist, bitte gucken bei nextscientistforfuture.de, da können Sie alles über die Wohlfühlstimme lesen. Und als neue Wahlstimme. Und solange es die Lenkung von Markt- und Arbeitsteilung noch nicht gibt, also auch die soziale Marktwirtschaft ist eine überwiegend freie Marktwirtschaft, ja? Und solange es das nicht gibt, kann es sozusagen immer nur zu einer, bei den Mainstreams jeder Branche, jeder Bürokratie, jeder Behörde, der Mainstream wird immer geprägt sein, zwangsläufig von einer irrtumsgeprägten Expertokratie, ja? Und aber da eben das unsere Politiker noch nicht verstehen, dass generell alle Mainstream-Experten gefährlich und schädlich für uns sind, kann da nichts passieren. Ja, und dann, ich glaube, Professor Ruppert sagt noch sowas wie, dass also bei Jugendlichen die Lebensqualität auch runtergeht und so weiter, runtergegangen ist durch den Lockdown. Ja, das ist klar. Also so, wenn sogar bei mir die Lebensqualität runtergeht, ja, dann, obwohl ich ja eigentlich völlig in weiten Bereichen völlig unabhängig von dieser Gesellschaft lebe, dann kann ich mir vorstellen, dass andere, die ja mit dieser Gesellschaft viel mehr verfilzt sind, dass diese richtig schrecklich leiden unter dem Lockdown. Na, Schluckwasser. Ja, so geht's weiter im Text. Es wird behauptet, die Intensivstationen in USA seien voll. Jetzt fragt der Naturwissenschaftler natürlich, bei dem Krieg, der zwischen der USA-Pharmaindustrie und Medizinindustrie und Trump tobt,
ob da nicht die Ärzte mittlerweile längst die Tendenz haben, auch leichte Fälle, ja, bei einer Grippe zum Beispiel, wenn niemand drüber spricht, wird jetzt mal nicht unbedingt jetzt total leichte Fälle, einfach mal so leichte Grippefälle, einfach mal so in die Intensivabteilung reintun. Also das wird wohl als Geschäftsmodell wahrscheinlich nicht so naheliegend, nicht so total naheliegend. Aber Corona bietet sich doch jetzt an, so das große Streitthema in der Gesellschaft. Und bei all dem, was die Medizinindustrie so an expertokratischen Irrtümern so verbreitet, neigt doch jeder Arzt dazu zu sagen, hier, dieser Fall hier, der ist Corona positiv getestet und er hat schon gewisse, der hustet schon und er hat schon ein bisschen Atemnot, der muss sofort in die Intensivstation. Also, was sagt es uns? Also, als Naturwissenschaftler sagt es uns gar nichts, wenn Intensivstationen voll sind, sondern es sagt uns einfach nur, ja, hoppla, es kann halt schon sein, dass zu der gesamten Panik rund um Corona es eben auch dazu gehören könnte, dass die Ärzte sozusagen jetzt auch leichte Fälle in die Intensivstationen stecken. Ja? Muss man klären. Ansonsten ist es halt so, dass wenn wir dass ich schon gesagt hätte, wenn wir in Deutschland, aber das Entscheidende ist, wenn wir in Deutschland, wenn wir gesagt hätten, als wenn die Politik auf uns gehört hätte und wir eben gesagt hätten, hier Leute, erklären Sie erst einmal Corona zu einer harmlosen Grippe, oder ja, so. So. Und wenn man das gemacht hätte und dann trotzdem sozusagen 70, 80% der Intensivbetten dann voll gewesen wären, dann hätte man sagen können, ja, es kann jetzt immer noch sein, dass zu leichte Fälle reingemacht werden, dann hätten wir empfohlen, dass neutrale, finanzunabhängige Biologen an die Seite immer mitentscheiden, ob jemand ein Intensivbett braucht oder nicht, weil die als Biologen neutral auch beurteilen können, wie ist der Zustand eines Organismus wirklich, ja? Und dann hätten wir da schon mal dafür gesorgt, dass unsere Intensivbetten nicht leichtfertig gefüllt worden wären. Und sozusagen, und wenn sie dann 70, 80% voll sind, dann hätten sogar wir gesagt, dann machen wir doch mal Maßnahmen, um jetzt eine Verlangsamung zu erzeugen. Ja? Wenn dann aber wieder nur noch 60 Prozent der Intensivbetten voll gewesen wären, hätten wir gesagt, dann müssen wir jetzt einen Teil der Maßnahmen wieder zurücknehmen, weil wir wollen doch nicht leere Betten haben, wir wollen doch nicht sozusagen künstlich eine Untersterblichkeit erzeugen und dafür riesige volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Preise dafür bezahlen. Wollen wir doch nicht. Warum? Wir wollen doch nicht eine künstliche Untersterblichkeit erzeugen. Ja? So. Ja, das passt auch gleich dazu. Nochmal kurz der Schnelldurchgang dafür. Also, als erstes hätten wir sozusagen, ich mache jetzt mal, wir sind ja noch nicht eingeladen worden zu den beiden Corona-Untersuchungsausschüssen, trotz eines sehr guten Vorgesprächs mit dem ersten Ausschuss, ja. Aber mal gucken. Ja, wir haben jetzt ein paar Professoren genannt von den Next Scientists for Future, ein paar Experten genannt, die sozusagen, die dann in Frage kämen. Und ja, so, sagen wir mal ganz klar, also als ersten Punkt würden wir sagen, also ganz generell ist systembedingt aufgrund der mimetisch-genetischen Evolutionsanalysetechnik ist unbedingt mit einer Gefährlichkeitsüberschätzung zu rechnen. Also hier, dieser Früharzt, der Wahrheitsorientierte, sagt also, ach, diese kleinen Krankheitserreger sind nicht besonders gefährlich, das schafft euer Immunsystem locker, wenn ihr euch gesund ernährt und gesunde Lebensstilmaßnahmen, gesunden Lebensstil praktiziert. So, einen natürlichen gesunden Lebensstil. So, und dann dieser Früharzt sagt, nein, diese winzigen Tierchen, die man dann später Viren und Bakterien und so weiter nennt, na, das sind absolute Killer, die sind total gefährlich.
gefährlich. Aber ihr könnt ruhig sozusagen, ach, esst ruhig, was euch schmeckt. Rechts esst ruhig auch die moderne, denaturierte Ernährung. Das tut euch alles nichts. Ja? Und dadurch werden die Leute krank und er kann ihnen viel verkaufen, später dann Impfungen und Tests verkaufen und riesige Geschäfte machen kann. Hier zwei Kinder, drei Enkel. Ja, wie gesagt, der wird der Vorfahre von Drosten, Wieler und Lauterbach. Ja? Und das bedeutet eben sozusagen, wir müssen davon ausgehen, dass zwangsläufig in der Evolution von dem ersten Frühartsschamanen ausgehend zwangsläufig Gefährlichkeitsübertreibung genauso zum Handwerk, zur Grundirrtumsausstattung mit gewinnbringenden, karrierefördernden und vorteilbringenden Irrtümern jedes Mainstream-Arztes gehört. Sozusagen, so wie es bei jedem Versicherungsvertreter ganz gewöhnlich zur Ausbildung gehört. Ich habe das mal selbst live erlebt, dass man dem Kunden, damit er viele Versicherungen kauft, möglichst viel Angst machen muss und deswegen Gefährlichkeitsüberschätzung in den Raum stellen muss, wenn man verkaufen will. Und genau in derselben Lage ist jeder normale Mainstream-Arzt. Dann haben wir hier die Ausnahmeärzte. Bei uns haben wir hier, ja, und dabei dann beim Ausschuss die Ausnahmeärzte und Psychologen und Fachleute, die eben sagen: Nein, ich bin doch auch der Bevölkerung verpflichtet, meinem Hippokratischen Eid, und ich glaube nicht alles, was man mir im Medizinstudium so beigebracht hat. Da ist auch viel Geschäftstüchtiges dabei, und ich glaube nicht, dass jeder, der im Krankenhaus durch die Tür kommt, unbedingt gleich ein neues Kniegelenk oder eine neue Hüfte braucht oder unbedingt einen Kaiserschnitt haben muss. Denn ich sehe dahinter auch sozusagen, dass das Krankenhaus das zwar braucht, weil es sonst wirtschaftlich nicht überleben kann, aber ich frage mich schon als nachdenklicher Arzt oder Ausnahmearzt, frage ich mich schon, ist das gut für den Patienten oder ist das nur gut für die Kasse des Krankenhauses, ne? Für die Finanzkasse des Krankenhauses. Ja, also von daher erste Aussage. Gefährlichkeitsüberschätzung gehört zum Mainstream der Medizin. Im Gegensatz zu den Ausnahmeärzten gehört es also im Mainstream der Medizin zum Handwerk, voll zu sein mit solchen gewinnbringenden Irrtümern. Und deswegen wäre das Hören auf solche Experten ist immer eine Expertokratie, die daraus resultiert. Man sollte immer viel mehr, wenn auf, immer auf die Ausnahmeärzte hören, die sich ja selbst ein eigenes Geschäft wegreden. Denn diese Ausnahmeärzte könnten ja auch sagen, ich nehme einfach das Impfgeschäft und das Testgeschäft mit und verdiene gut daran. Machen die nicht, sondern die fühlen sich der Wahrheit verpflichtet. Und auf solche Leute muss man immer 10-mal mehr hören als auf den Mainstream. Solange wir noch das falsche System haben. Ja? Und deswegen kommen wir jetzt zu dem Thema dann. Ich bin jetzt nach wie vor beim Corona-Ausschuss, ne? Bei einem der beiden Corona-Ausschüsse. Das könnte jetzt als nächstes käme die Absage an die Verschwörungstheoretiker. Also, ich habe ja eben klar gemacht, es gibt eine endgültige Absage an jede Verschwörungstheorie. Es gibt eigentlich zwei Argumente. Das eine ist flach. Das ist das Argument, wenn ich einem Menschen ins Gesicht sage, er habe sich verschworen und wolle den anderen Menschen Böses. Wie wird er wohl reagieren? Der kann doch nur negativ reagieren. Er fühlt sich angegriffen, er fühlt sich beleidigt oder er fühlt sich ertappt, wenn er wirklich ein Verbrecher wäre. Und wenn er nur voll von gewinnbringenden Irrtümern ist, sozusagen, so nach dem Motto, Bill Gates glaubt wirklich, was er sagt, ja, er ist voll von gewinnbringenden Irrtümern, ja, dann fühlt er sich ja beleidigt und fühlt sich zu Unrecht diffamiert, fühlt sich verleumdet. Und was soll das dann einer Lösung zuträglich sein? Das verhindert jede Kompromisslösung oder jedes Miteinander und jede Lösung. Ja, das führt dann auch wie bei Attila Hildmann, wo haben wir den? Attila Hildmann, das führt dann doch auch eben zu dem, wo sich Attila Hildmann eben bewegt. In dem Moment, wo ich denke, dass man andere Menschen mir Böses willen,
wollten, dann komme ich selbst schon in eine Situation und fange vielleicht auch an, denen zu drohen. Und irgendwie öffnet sich mir dann eine primitive Gewaltebene, ja? Und wohin bringt uns das? Zu Mord und Totschlag. Das bringt doch gar nichts, ne? Also von daher, also erstmal ist es also aus praktischen Gründen schon grundsätzlich da richtig, wenn man sagt, grundsätzlich stellt man niemanden böse Absichten, also niemanden eine Verschwörungsabsicht, sondern wir begegnen jedem so, dass wir sagen, er ist möglicherweise voll von gewinnbringenden, karrierefördernden und vorteilbringenden Irrtümern, aber wir unterstellen niemanden böse Absichten. Das ist der erste Grund, die erste Absage an jede verschwörungstheoretische Tendenz. Ja? Und die zweite, jetzt kommt die fachliche Absage, ja? Machen wir uns nochmal klar, wenn wir hier jetzt, dann wird das nämlich ganz deutlich, dass es nämlich ein Systemfehler ist, aus dem alles Schlechte kommt. Wenn wir nämlich hier die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten und die Langlebigkeitsdaten haben, die über jeden Verdienstzuschlag jedes Mediziners in Deutschland entscheiden und in Europa oder der Welt, ja, dann was passiert dann? Dann, wenn jetzt dann ein Pharmakonzerne sich verschwören würden und uns mit einer Impfung Schaden zufügen wollten, um Profit zu machen, ja, dann hätten sie dann gar keine Chance mehr, denn die Kunden, die diese Impfung ja dann als Kunden bekommen haben, sozusagen, wenn die dann durchschnittlich, stellen wir uns vor, 80 Millionen Menschen werden geimpft in Deutschland und dann 70 Millionen davon dürfen ja Wohlfühlstimmen abgeben, eventuell schon ab dem 12. Lebensjahr. Und ansonsten geben die Mütter für die Kinder die Wohlfühlstimme mit ab, sozusagen. Die schließen also ihre Kinder mit in ihre Wohlfühlstimmen ein. Und jetzt, wenn die Impfung wirklich, sagen wir mal, schlecht gemacht ist, mehr Schäden anrichtet, als sie nutzt, dann gehen ja die Wohlfühlstimmen der gesamten 80 Millionen Menschen nach der Impfung im Laufe der nächsten Zeiten immer weiter runter. Die Gesundheitsdaten werden immer schlechter und die Langlebigkeitsdaten werden langfristig auch schlechter. Und dann kriegt dieser Pharmakonzern keine Verdienstzuschläge, ja, während andere Firmen Verdienstzuschläge bekommen. Also geht dann dieser Pharmakonzern potenziell pleite. Also würde es, jetzt kommt der entscheidende Satz, es würde sich jede Verschwörung gegen die Gesellschaft, wäre quasi, dass man sich ins eigene Fleisch schneiden würde oder dass man den Ast selber absägen würde, auf dem man selber sitzt oder so ähnliche Redensarten, ja? Also das heißt, in dem Moment gäbe es gar keine Gewinnmöglichkeiten mehr durch mögliche kriminelle Verschwörungen. Und das zeigt doch, dass das ein Systemfehler ist. Also, dass Schlechtes entsteht, ist also ein Systemfehler. Und wir müssen doch den Systemfehler beheben, damit wir nie wieder solche Schweinegrippe und Corona-Phänomene bekommen, weil sich nie wieder irgendetwas gewinnen lässt durch solche Irrtümer, durch solche gewinnbringenden Irrtümer. Also quasi die ganze Ärzteschaft und Pharmaindustrie wird in Zukunft dann nur noch voll sein von zukünftig gewinnbringenden Wahrheiten, die natürlich die Ausnahmeärzte und die Next Scientists for Future natürlich den Ärzten kostenlos unterrichten werden. Gerne in ARD-Sendungen und ZDF-Sendungen, sodass dort dann der Unterricht für die Bevölkerung und für die Ärzteschaft stattfindet. Wie geht denn wirklich Gesundheitsförderung und nicht der Verkauf von möglichst vielen Operationen, Impfungen und Tests? Ja, Schluck Wasser. Ja. Und dann, bevor ich jetzt dahin gehe, was die Next Scientists for Future der Regierung empfohlen hätten, ganz kurz noch einmal. Wie zeigt sich die Gefährlichkeitsüberschätzung? Wir haben nur wenig Hinweise wir haben den naturwissenschaftlichen Beweis, dass der Mainstream der Medizin voll sein muss.
mit gewinnbringenden, vorteilbringenden und karrierefördernden Irrtümern. Das ist bewiesen jetzt. Naturwissenschaftlich durch das Naturgesetz von Mutation und Selektion ist das bewiesen. Genauso wie das Naturgesetz der Gravitation beweist hier diese Erde, dass diese Erde zwangsläufig in bestimmten Bahnen laufen muss, weil die Gravitationskräfte im Sonnensystem und im Universum genauso sind, wie sie Newton beschrieben hat, sozusagen. Und deswegen fliegt die Erde sozusagen in einer irgendwie, was weiß ich, eiernden Ellipse rund um die Sonne. Und natürlich beeinflussen auch die Anziehungskräfte der anderen Planeten immer leicht die Bahnen und so weiter. Also das heißt, also das Naturgesetz von Gravitation und das beweist uns ja auch dann, wie eine zum Beispiel eine Mondrakete, wie die fliegen muss, weil bei allem müssen immer die Gravitationskräfte berechnet werden, ja. Und wenn man die richtig berechnet, dann kann man auch sicher eine Rakete zum Mond bringen, ja. Also eine Mondfähre zum Mond bringen. Ja, und genauso ist es mit Naturgesetz von Mutation und Selektion. Das Naturgesetz von Mutation und Selektion ist sozusagen vielleicht das sicherste, was wir in der gesamten echten Naturwissenschaft überhaupt haben. Und das beweist uns also, dass es ein Übergewicht an gewinnbringenden Irrtümern im Mainstream der Medizin notwendig geben muss, bei Drosten, Wieler und Lauterbach. Und dass die Ausnahmeärzte immer auch irgendwo sich wirtschaftlich schaden, wenn sie sagen, ich glaube nicht alles, was die Mainstream-Medizin mir so alles im Studium beigebracht hat. Ich denke nur an einen unserer Ernährungsmediziner im Weltrat zum Beispiel, im World Council of Wise People, der eben gesagt hat, ja, das, was man mir über Ernährung im Medizinstudium beigebracht hat, das glaube ich nicht mehr. Ich glaube, dass Ernährung einen riesen Einfluss auf die Gesundheit und die Krankheit hat, ne? Und das ist die Sache von Ausnahmeärzten und Ausnahmepsychologen, ja? Und Ausnahmefachleuten. Ja, also das heißt also, naturgesetzlich bewiesen ist, dass der Mainstream der Medizin voll sein muss mit lauter gewinnbringenden Irrtümern, also hochwahrscheinlich auch zu Corona. Was haben wir jetzt an Außenhinweisen? Deutschland ist kaum zu gebrauchen, weil bei jedem kommt dann das Argument, ja, in Deutschland wären nicht 9.000 an Corona gestorben. Angeblich an Corona, mit Corona, in Verbindung mit, heißt es ja immer so diplomatisch mittlerweile, sozusagen, sondern es wären dann ja 900.000 an Corona gestorben. Diese Behauptung steht ja im Raum sozusagen, ja, und 900.000, das wäre schon kräftig gewesen, ja, also das hätte man, wäre dann schon nennenswert gewesen, ne? Aber so. Und jetzt sagt ja dann die Politik, um sich zu retten, na, die müssen sich ja irgendwie versuchen zu retten, vor jeglichem Corona-Ausschuss sozusagen, parlamentarischen Corona-Ausschuss müssen sich ja versuchen zu retten, indem sie sagen, nein, also und schon unsere erste Hinweis auf Corona und unsere ersten Verbote von Großveranstaltungen, die haben schon den entscheidenden Wirkung gebracht und die haben natürlich sofort das Virus zurückgedrängt. Also sozusagen, da kommen wir nicht raus, wenn wir jetzt da, können wir natürlich versuchen hin und her zu rechnen, aber das wird kaum möglich sein zu sagen, das Argument zu entkräften, wir hätten jetzt in Deutschland 900.000 Tote, wenn die Politik nicht so klug gehandelt hätte. Das können wir so schlecht entkräften. Also müssen wir den Blick auf Schweden und Weißrussland richten. Denn Schweden, zum Beispiel in Schweden, werden jetzt genannt circa 5.500 Tote. Jetzt müssen wir doch den Taschenrechner gleich wieder verwenden. Schluck Wasser. Also wir sind immer noch vor den Corona-Ausschüssen, ne? Also in Schweden haben wir mit 5.500 angeblichen Corona-Toten, die also in die Schublade Corona geordnet wurden, zu Recht oder zu Unrecht, wissen wir nicht,
Weil wir haben in Schweden ja auch viele Mainstream-Medizinexperten, die natürlich alle in diese Richtung hin diagnostizieren und Todesursachen entsprechend formulieren. Ja. Dagegen kann sich ja auch die Regierung nicht wehren, ja, sondern die Todesursachen müssen ja von irgendwelchen Ärzten gemacht werden. So, wie gesagt, man könnte hätte Biologen hinzuziehen können, die völlig unabhängig sind oder so, unabhängige Biologen nehmen können, ne? Und die sozusagen die Obduktion machen lassen und dann gucken können, was waren denn die wirklichen Todesursachen. Ja, aber jetzt gucken wir. Die Zahlen sind wohl ganz eindeutig. Staaten mit knallhartem Lockdown haben teilweise viel größere Todeszahlen als Schweden. Das heißt, Schweden steht gar nicht so schlecht da, obwohl in Schweden das Virus maximale Ausbreitungsmöglichkeiten hatte. Ich mache nur ein Beispiel. Es wurde berichtet über Schweden. Zum Beispiel die Schulen waren ja offen bis zur 9. Klasse, inklusive, glaube ich, waren ja alles offen. Und die Kinder, es wurde empfohlen, dass die Kinder, die auch nur ein bisschen niesen oder husten, dass die zu Hause bleiben sollen. Dann waren die ein paar Tage zu Hause, oft einen Tag länger noch zu Hause. Und nachdem am Anfang waren dadurch die Schulen alle relativ leer, weil viele Kinder einfach mal zu Hause gehalten wurden von den Eltern. Ja? Aber jetzt ist ja der Fakt, dass die Eltern jetzt sich bei ihren Kindern total leicht hätten infizieren müssen. Ja? Also wenn jetzt Corona ein Killer wäre, dann hätten sich ja die Eltern total leicht infizieren müssen. Die hätten das an die Arbeit mitgenommen, das Virus, und überall hätte sich das Virus, das Killer-Virus, massenhaft ausbreiten müssen. Und wir hätten ja dann in Schweden die 100.000 Toten haben müssen, wenn wir sagen, dass in Deutschland vielleicht 900.000 Tote zu erwarten gewesen wären, oder 800, sagen wir 800.000, also, oder 900.000, ist schon eine gute Zahl, weil Österreich, da hat, glaube ich, der Kanzler Kurz was gesagt, mit 100.000 Tote, die auf uns warten, Corona-Tote, dann wären, und Österreich hat ein Zehntel der Bevölkerung, dann wären also in Deutschland etwa 1 Million Corona-Tote zu erwarten gewesen wären, wenn Kurz recht gehabt hätte. Und dann hätten wir in Schweden ungefähr so 100, Schweden hat ein Achtel der Bevölkerung von Deutschland, hätten wir dann so 130.000 Corona-Tote erwarten müssen. Jetzt hatte das Virus aber freie Bahn, denn die Kinder sind ja dann waren die Schulen wieder total voll. Jetzt hätten die Kinder natürlich, weil ja auch viele das Coronavirus eben weitergegeben hätten und so weiter, hätten die ganzen Lehrer in Schweden ja alle Coronavirus-Träger werden müssen. Und die hätten dann wieder ihre Ehepartner und ihre Partner angesteckt. Und dann hätte also das Virus hatte einfach in Schweden völlig freie Bahn. Wo sind aber bitte schön die 130.000 Corona-Toten? Da haben wir nicht. 5.500 angebliche Corona-Tote. Ja, und jetzt rechnen wir nochmal. Ja, jetzt müssen wir nochmal nachdenklich rechnen. Ja, ich glaube, Sie sehen es gut, den Taschenrechner. Vielleicht ein bisschen höher, ne? So. Ja, so sehen Sie es doch super, ne? Hoffentlich. So, also in Deutschland jedes Jahr 940.000 Tote. Machen wir es ein bisschen ungenauer. Komm, machen wir es einfacher. Jedes Jahr. Ungefähr ganz normal entstehen jedes Jahr in Deutschland 1 Million Menschen. Sind das jetzt 1 Million? 6, 3 Nullen, 6 Nullen. Ja, stimmt. 1 Million Menschen. Also sterben in Schweden, teilen wir durch 8. Ganz normal jedes Jahr 100, sagen wir 120.000, ja, und jetzt teilen wir diese 125.000 durch 365 Tage. 365 Tage. Mittlerweile wird von 6 Monaten Corona gesprochen.
Das wären also pro Tag sterben in Schweden ganz normal jedes Jahr, sommers wie winters, durchschnittlich 342. Dann multiplizieren wir das mit circa 6 Monate und circa 181 Tage. Also, weil der Februar dabei ist, können wir mal 181 Tage ist 61.000 Tote ganz normal. Sozusagen, und dann hätten wir also 61.900. Jetzt hatten wir Winterzeit. Im Winter gibt es immer eine Übersterblichkeit. Sagen wir doch einfach, statt 61.000 sagen wir 70.000 Tote in 6 Monaten wären ganz normal zu erwarten. Ganz normal zu erwarten. Wenn Corona ein Killer-Virus wäre, dann müssten wir jetzt hier 120.000 Corona-Tote stehen haben. Wir haben aber nur 5.500 Corona-Tote stehen. Merken Sie was? Die Zahlenverhältnisse sind völlig absurd. Anstatt dass hier, warum stehen 5.500 Corona-Tote, obwohl doch jeder Arzt in Schweden, jeder Mainstream-Arzt, doch jeden Toten auf Corona getestet haben wird und also Leute zu Corona gezählt worden sind, die sonst nie zu Winteratemwegserkrankungen gezählt sind in den Vorjahren. Ja, und trotzdem haben wir nur lächerliche 5.500 Tote, die, wenn wir die jetzt draufschlagen würden auf die 70.000, dann hätten wir 75.500 Tote in den letzten 6 Monaten gehabt. Das hätte niemanden aufgeregt, obwohl das Virus in Schweden völlig freie Bahn hatte. Und wir müssen uns klar sein, dass die schwedische Urlaubswirtschaft zum Beispiel wurde ja durch uns geschädigt. Dadurch, dass wir Schweden schlecht gemacht haben, ist der Tourismus in Schweden eingebrochen, nicht durch Schweden selber. Und die Wirtschaft, natürlich hat Schweden auch den Fehler gemacht, dass sein Großteil seiner Wirtschaft eben sehr weltabhängig ist. Und da die ganze Welt jetzt ja Lockdown gemacht hat, ist natürlich auch die schwedische Wirtschaft beschädigt. Aber nicht durch Schweden selber, sondern durch die Welt und durch uns. Ja, also wir haben Schweden beschädigt, nicht Schweden sich selber. Ja, von daher also sozusagen, das ist ein erster eindeutiger Hinweis, kein Killer-Virus. Eventuell kräftige Grippe, vielleicht sogar eine sehr kräftige Grippe, aber kein Grund für riesige volkswirtschaftliche und Kollateralschäden. So, nächste Rechnung. Wir haben In Deutschland hatten wir 2018 120, glaube ich, waren es, angebliche Grippetote. Die müssen wir durch 8 teilen. So, und damals war es aber so, dass nicht jeder hingegangen ist, nicht jeder Arzt hingegangen ist und jeden Toten in Deutschland noch mit einem Grippetest bezogen hat, sondern da wurde als Todesursache Krebs eingetragen oder das eingetragen oder Herzinfarkt oder so, während jetzt ja man hingehen würde und jeden nochmal Corona testen würde und dann wäre die Todesursache Corona. Also wahrscheinlich wäre die Zahl in Deutschland dann 50.000 statt jetzt zu Zeiten Corona 50.000 statt 25.000. Also wir multiplizieren das mal mit 2, weil sozusagen dann sind wir in der Corona-Situation, ja? Denn es ist unwahrscheinlich. Die Grippe 2018 hat kein Mensch beachtet. Ich vermute, dass nicht jeder Gestorbene im Krankenhaus nochmal extra einem Grippetest unterzogen wurde. Aber ich vermute, dass jeder, der im Krankenhaus heutzutage ist, einem Corona-Test unterzogen wird. Also wären damals, also auch wenn man bei Grippe jeden getestet hätte im Krankenhaus, hätten wir garantiert circa 50.000 Tote in Deutschland gehabt durch Winteratemwegserkrankungen. Ja? Und wenn wir das wieder durch 8 teilen, dann hätten wir in Schweden bei den heutigen Diagnosegepflogenheiten
eigentlich 6.280 Corona-Tote diesen Winter erwarten müssen. 5.500 sind aber eben nicht, sind etwas weniger. Also das heißt, aus naturwissenschaftlicher Sicht können wir das leider nur schätzen, weil wir ja den Mainstream-Experten nicht vertrauen dürfen, ja? Und aber diese naturwissenschaftlich fundierte Schätzung kommt zu dem Ergebnis, dass es sich vielleicht um eine sehr, sehr kräftige Grippe handeln kann bei Corona, aber um nichts Außergewöhnliches. Dann rechnen wir uns noch einmal vor. Schauen wir uns an. Wir haben in Schweden etwa ein Achtel der Bevölkerung. Wie viel haben wir in Deutschland? Ach so, Fehler vom Amt. Ja, vielleicht funktioniert es doch. 83 Millionen Menschen teilen das durch 8. Dann haben wir ungefähr eine Größenordnung von 10 Millionen Menschen in Schweden. Und jetzt die Pest, was wirklich, warum auch immer, wegen welcher Rahmenbedingungen, Ernährungssituation, Hygienebedingungen und so weiter. Aber das war wirklich eine Killersituation. Ne? Da wäre ungefähr ein Drittel gestorben. Also, 3,4 Millionen Menschen hätten eigentlich jetzt an Corona sterben müssen, wenn es vergleichbar mit der Pest gewesen wäre. Die letzten 6 Monate hätten sicherlich ausgereicht, 3,4 Millionen Menschen zu töten. Vergleichen wir die angeblichen 5.500 Corona-Toten mit, teilen wir mal durch 5.500, geteilt durch 5.500. Nein, war ein Fehler vom Amt. Wir müssen noch mal durch 10 teilen. Ich habe eine 0 vergessen. Durch 10. 10 ist. Also, die Sterblichkeit von Corona ist ein winzigster Bruchteil eines Bruchteils von der Sterblichkeit einer Pest. Ich sehe keinen Killer. Ich sehe keinen Killerkeim, ich sehe keinen Killervirus. Als naturwissenschaftlicher Denker, da sehe ich, das sind so winzige Zahlen, das ist ein Zehntel, ein Hundertstel, ein Tausendstel, 6/10.000stel der Gefährlichkeit eines Pesterregers. In der damaligen Situation muss natürlich relativiert werden. 6/10.000stel, also sagen wir, grob geschätzt ein Tausendstel der Gefährlichkeit von Pest weist Corona auf. Und wenn wir sagen, in Schweden wären ein bisschen freiwillige Maßnahmen, hätten eine gewisse Wirkung entfaltet, naja gut, dann lass uns sagen, es wäre nur Corona hätte in Wirklichkeit die Kraft eines Hundertstels von Pest. Dafür eine Volkswirtschaft riskieren, die gesamte Weltwirtschaft, die eigene Volkswirtschaft, die deutsche Volkswirtschaft, die europäische zu ruinieren. Kein Grund. Ja? So. Ja, und wir hätten eben der Regierung dann auch noch empfohlen, Leute, sagen Sie den Leuten, sie sollen jeden Arztkontakt meiden, weil wir wissen ja, dass Ärzte voll sind mit Krankenhaus-Killerkeimen, Arztpraxen voll sind mit Keimen, Krankenhäuser voll sind mit Krankenhaus-Killerkeimen und so weiter. Und um die Daten nicht zu verfälschen, bitten wir die Bürger, solange wie nur irgendwie möglich, zu Hause zu bleiben und sich zu Hause auszukurieren, damit wir ein klares Bild kriegen, wie gefährlich Corona wirklich ist. Und dann hätte man vielleicht festgestellt, dass ohne die ärztlichen Mainstream-Maßnahmen, also wie gesagt, diese Ärzte sind voll von gewinnbringenden Irrtümern, zwangsläufig, hätten wir dann möglicherweise festgestellt,
dass man im Krankenhaus leichter stirbt, als wenn man sich zu Hause auskuriert. Schluck Wasser. So. Also noch einmal abschließend, nach unseren Reformen, Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten bestimmen über alle Verdienstzuschläge für alle wirtschaftlich Tätigen. Nach diesen Reformen sind irgendwelche Verschwörungen oder irgendein Handeln gegen die Bevölkerung nicht mehr möglich. Ja? So, weiter geht's. Eine Zeitung in Schweden zeigte viele Fotos, die wahrscheinlich viele Annoncen von der Pharmaindustrie und der Medizinindustrie bekommt. Ja? Also sozusagen die Journalisten dieser Zeitung denken wie die Pharma- und Medizinindustrie, weil sie mit denen befreundet sind und schon über Generationen von diesen Werbegelder bekommen. Ja? Ich habe es ja vorhin geschildert, wie die Evolution des Journalismus gelaufen ist. Ja? Und das heißt also, dass die sagen, ja, Corona ist gefährlich, deswegen zeigen wir doch jetzt mal die vielen Corona-Gestorbenen im Foto. Das macht den Leuten Angst und dann und so weiter. Ja? Und dann sozusagen unbewusst, ohne böse Absicht, verdient daran die Pharma- und Testindustrie und die Impfindustrie. Ne? So. Ja. Und jetzt, wenn wir 2018 das Gleiche gemacht hätten und Fotos von den Grippetoten gemacht hätten, wäre das genauso beeindruckend gewesen. Wir haben es nur nicht gemacht. Ja? Also ist diese Zeitung völlig wertlos. Für Naturwissenschaftler hat die keinerlei Argumentkraft, weil wenn wir 2018 die 25.100 angeblichen Grippetoten im Foto abgebildet hätten, hätten wir die gleichen Bilder gehabt. Ne? Ja, also es ist letztendlich alles nur Werbung für die Sichtweise der Medizinindustrie letztendlich. Ja. Vor allem hätten wir dann ja auch viel mehr gehabt, wenn wir jeden damals 2018 auf Influenza getestet hätten, jeden Sterbefall sozusagen schon im Krankenhaus. Aber danach auf Influenza getestet hätten. Denn im Moment gehe ich davon aus, dass in jedem Krankenhaus der Welt alle Patienten auf Corona getestet werden. So nach dem Motto, ja, damit sich unsere Schwestern nicht anstecken und so weiter, damit wir wissen, wo es gefährlich ist und so weiter. Ja? Und dadurch ist es dann so, dass quasi jeder, der da testpositiv ist und danach dann stirbt, automatisch wahrscheinlich in die Schublade Corona-Toter gesteckt wird. Wahrscheinlich, ne? Sozusagen. Ja, gehen wir mal weiter. Ich gehe mal hier von vorne lang. Also in der EU, dort gibt man ja jetzt auch ärmeren Ländern Gelder. Diese ärmeren Länder sollten, wenn man schon unsere Reformen nicht einführt, das ist immer die Klammer dabei, wenn man schon unsere Reformen nicht einführen will, dann sollte man jetzt sozusagen, eigentlich müssten diese Gelder in das Sozialsystem der Länder gegeben werden. Denn diese Länder brauchen folgendes Kurz- oder Schnellprogramm. Die müssen die Löhne runterfahren bis zu 1 Euro die Stunde, damit sie erstmal wieder alle Arbeit haben. Ja? Also sozusagen in Italien zum Beispiel, da ist ein unheimliches Anspruchsdenken da. Da werden im Norden von den Gewerkschaften hohe Tariflöhne gemacht, die im Süden kein Mensch, kein Arbeitgeber bezahlen kann, sozusagen. Lass doch erstmal die Italiener bis zu 1 Euro die Stunde runter, dass die erstmal alle arbeiten. Ja? Dass niemand mehr arbeitslos ist, ja? Und mit unseren Reformen können wir das wirklich schaffen, dass wir, also mit unserer Arbeitsmarktreform wäre es übrigens problemlos zu schaffen, dass wirklich jeder Mensch arbeitet. Ja, alle mit Rücksicht auf seine Behinderungen, auf seine krankheitsmäßigen Beschränkungen und Einschränkungen, aber jeder Mensch sollte arbeiten. Ja, das ist in unseren Reformen möglich durch unsere Arbeitsmarktreform, ne, die alles ändern würde. Ja, und
dann werden endlich die italienischen Produkte wieder konkurrenzfähig. Das heißt, die Preise der Fiats würden auf dem Weltmarkt sinken und die ganze Welt würde Fiat-Autos kaufen, nicht weil sie besonders gut sind, sondern weil sie extrem billig sind. Ja, und das ist der Punkt. Und so könnte man die südlichen europäischen Länder wieder wirtschaftlich sanieren. Und das würde bedeuten, dass die in Italien alle Hartz-IV-Zuschlag bekommen würden. Die würden eben auch Verdienstzuschläge bekommen. Die verdienen ja nur noch 1 € die Stunde und den Rest bis zu einem ausreichenden Niveau kriegen diese Leute alle dann von ihrem internen Hartz-IV. Und dafür müssten die Gelder verwendet werden. Dann hätten nämlich, dann würden Griechenland und, also ich glaube gar nicht, dass es, dann liegt es ja vielleicht auch gar nicht am Euro, dass es Griechenland und Italien, dass da so viel Arbeitslose sind und so weiter, sondern es liegt daran, dass die den Stundenlohn nicht runterdrücken auf 50 Cent. Vielleicht müssen die Griechen mal eine Zeit lang alle für 50 Cent arbeiten, bis sie wieder konkurrenzfähig werden, ja, auf dem Weltmarkt und wieder selbst was verkaufen können. Ja? Denn ansonsten, wenn wir anders vorgehen, dann bleibt das immer so weiter. Wenn wir in Italien riesig hohe Tariflöhne haben, dann wird doch wird der gesamte europäische Süden immer notleidend bleiben. Und das kann man doch nicht machen, oder? Das ist doch unsinnig. Na gut, mal gucken, was meinen Sie dazu? Also da bin ich nicht so sicher mit dem, was ich jetzt da gerade gesagt habe. Sagen Sie mal, wie das da richtig ist mit Italien und Griechenland und so weiter, Portugal, Spanien und so weiter. Ja, dann also, es gibt wohl angeblich soll es in England oder so irgendwo ein Ministerium für oder gegen Einsamkeit geben. Ja, das ist eben richtig, ja, denn die Markt- und Arbeitsteilung erzeugen zwangsläufig naturgesetzlich bewiesen Einsamkeit hier. Ja, also hier ist sozusagen ein Frühhändler und der sagt, ach, ist das toll, dass ihr alle so in Kommunen lebt und so viel Menschen um euch rum habt, dass bei euch keiner einsam ist, weiter so und so weiter, toll ist das, ja? Und während dieser sich irrende Frühhändler, der sagt, ach, ist das ekelhaft, hört auf zu schmusen, das ist ja, da macht er, werdet alle krank von, hört auf mit dem vielen Sex und so weiter. Der Sex darf nur noch sein in einer monogamen Ehe, alles andere muss verboten werden, moralisch und so weiter. Ist ja alles unanständig und unsittlich, ja. Und der macht natürlich jetzt Riesenumsatz, weil jetzt fangen die Menschen an, einsam zu werden, ja. Man hat eigentlich nur noch einen Menschen im Leben, einen Ehepartner. Partner und wenn der dann stirbt, ist man sowieso ganz einsam und dann kommt noch dazu, dass dieser Frühhändler vielleicht sagt hier, nee, also hier, man muss sich schon kräftig streiten, also man sollte nicht so versöhnlich miteinander umgehen, sondern hier könnt ihr es ja in meinen Krimis sehen und Spielfilmen sehen und so weiter. Es ist normal, dass Menschen sich so richtig fetzen und bei jeder Kleinigkeit beleidigen und aggressiv miteinander umgehen und dann sich auch schlagen und prügeln und so weiter. Das könnt ihr in jedem Krimi sehen und so weiter, ja. Und das ist normal. Und dann fangen die Leute an, diesem neuen Normalitätsvorbildern zu folgen. Und da also mit aggressiven, beleidigenden Menschen niemand was zu tun haben will, ziehen sich die Menschen immer mehr voneinander zurück und werden zusätzlich noch einsam. Und was machen sie, wenn sie einsam sind? Sie gehen shoppen. Sie gehen einkaufen. Sie kaufen bei dem Händler. Dieser Händler verdient ganz viel. Sie werden konsumsüchtig, kaufsüchtig, shoppingsüchtig, urlaubssüchtig, was auch immer. Kaufen und kaufen und kaufen. Und er kann 2 Kinder ernähren, 3 Enkel, 2 Urenkel. Er wird der Vorfahre von Lidl, Aldi und Co. Schluck Wasser. Das heißt, ohne unsere Reform, also unter Bedingungen eines ungelenkten Marktes und einer ungelenkten Arbeitsteilung, muss das System zwangsläufig maximale Einsamkeit und damit die wichtigste Todesursache von allen erzeugen. Und deswegen, und dagegen hilft auch nicht das Ministerium, sondern dagegen helfen nur unsere Reformen. Punkt.
Ja, die Falschdarstellung bei Schweden. Na, wo ist es? Hier ist unser Tagesbild. Die Falschdarstellung bezüglich Schweden, ja, hat dem schwedischen Tourismus schwer geschadet, habe ich schon gesagt. Ja, Kinder zu Hause geblieben. Hätte man in Deutschland, ja, richtig, habe ich alles schon gehabt, Beschwerde. Ja, dann in den Schweden, das war dann in der Zeitung war dann und in diesem Bericht war dann, natürlich war das ein Mainstream-Medienbericht, ja. Also das heißt, mit finanzieller Beteiligung der pharmazeutischen Industrie und der Medizinindustrie, sozusagen vielen Dank an unsere großzügigen Spender von der pharmazeutischen und Medizinindustrie. Und da hat sich eine alte Dame beschwert darüber, dass ihr 83-jähriger dementer Vater nur noch palliativ behandelt wurde und nicht mehr kurativ. Ja, daran sieht man, also wie alt soll denn künstlich, hätte denn dieser Vater noch werden sollen? Ja, auch in Schweden ist das normale Lebenserwartung ungefähr Anfang 80, ne? Also das heißt, wie lange hätte man ihm seine Demenz noch zumuten sollen? Ne? Ne? Das ist eine große Frage. Aber dieser Bericht zeigt doch diesen Willen, diesen absolut kräftigen Willen der Journalistenschaft, der Mainstream-Journalistenschaft, Zeugen zu finden, die sagen, Corona ist schrecklich und hat meinen Vater umgebracht. Ja? Ja, also das heißt, ganz klar gesagt, wenn wir uns jetzt nach Weißrussland richten, überall sind Journalisten hingefahren, nach Schweden, nach Weißrussland. Und überall haben sie versucht, Zeugen zu bringen, die sagen, ah, Corona ist ganz schlimm. Und was haben sie gefunden? Nur, also Mitarbeiter des Mainstreams der Medizin- und Pharmaindustrie, die gesagt haben, dass sie sich große Sorgen wegen Corona machen würden. Ja, das machen sich Leute mit gewinnbringenden Irrtümern, mit karrierefördernden und vorteilbringenden Irrtümern im Kopf. Die machen sich bei sowas immer Sorgen. Das ist ihr Geschäftsmodell und also ohne böse Absicht ist das, sie geben nur das wieder, was sie im Studium gelernt haben, nämlich alles ist gefährlich und deswegen sind wir Ärzte unentbehrlich und man muss so ständig bei uns Ärzten was kaufen, weil alles ist so schrecklich gefährlich. Viren, Bakterien, alles ist gefährlich, ne? Und immer ist alles ein Killer. Ja? So, das gehört zum Geschäftsmodell, genau wie der Versicherungsvertreter sagt, das Leben ist total gefährlich, ihr müsst meine Versicherung kaufen. Ja, und genauso ist hier heißt es jetzt, das Leben ist total gefährlich, Corona ist total gefährlich, ihr müsst unsere Impfungen kaufen. Ja, das ist einfach das gleiche Geschäftsmodell. Ja. So, und jetzt ist entscheidend, dass nur zwei Zeugen, ich verfolge alles seit Monaten, es sind nur zwei Zeugen aufgetaucht, die ganz klar gesagt haben, in meinem Bekanntenkreis sind ein paar mehr Leute als sonst in den Vorjahren gestorben und das könnte wegen Corona sein. Ja? Zwei von Millionen von Menschen, von Weißrussland, ich weiß nicht, ob die auch 10 Millionen Menschen haben, also von circa 20 Millionen Menschen, Weißrussland und in Schweden. Alle anderen Zeugen aus Schweden haben gesagt, ich habe keine Angst. Und warum haben die gesagt, dass sie keine Angst vor Corona haben? Weil im Bekanntenkreis nicht die Leute gestorben sind, nicht mehr Leute gestorben sind als sonst. Denn wenn man im Bekanntenkreis hört, dass lauter Leute dort sterben, na dann fängt man Angst zu kriegen vor Corona. Ja, Schluck Wasser. Aber die meisten schwedischen Zeugen haben gesagt, ich habe überhaupt keine Angst vor Corona. Na, warum wohl? Weil nicht außergewöhnlich viel gestorben wurde. Und das, obwohl, nochmal gesagt, in Schweden und Weißrussland das Virus völligst freie Bahn hatte. Ja, die paar winzigen Maßnahmen, die die Weißrussen und die Schweden freiwillig gemacht haben, die hätten niemals ein echtes Killer-Virus aufhalten können. So ein paar winzige Maßnahmen. Ja, das wäre nicht möglich gewesen. So, dann. Ja, jetzt geht's hier kurz weiter. Also, unser Tagesthema.
Ja, Richard David Precht fehlt total. Ich bin ja auch eher so, wer Videos mit mir schon geschaut hat, ich bin ja auch eher ein Typ, so vom äußeren Auftreten wie Richard David Precht. Habe natürlich auch Philosophie studiert, aber ich habe eben dann auch begriffen, dass ohne die Naturwissenschaft alles Blödsinn ist. Ja, wir haben ja auch beim Weltrat einen Professor, der auch erkannt hat, was er so gut findet. Der hat sich wörtlich, fast wörtlich so geäußert: Was ich so gut finde, ist, dass im Weltrat die Evolutionsbiologie in das Philosophieren hineinbezogen wird. Und vor diesem Stadium steht Richard David Precht noch. Also dieser Weisheitsschritt fehlt ihm völlig, geht ihm völlig ab. Dadurch ist alles, was er sagt, völlig wertlos, weil er nicht erkennt, dass wenn man ohne evolutionsbiologische Analyse unserer Gesellschaft der kommt dann zu so falschen Schlüssen wie, dass irgendwann wir alle arbeitslos werden, weil die Technik ja immer weiter voranschreitet. Das hat sogar Professor Truger von den Wirtschaftsweisen richtig erkannt. Das ist noch nie eingetreten und das wird auch noch nie eintreten. Die Menschen können immer irgendwas noch verbessern und irgendwo noch arbeiten, sozusagen, auch wenn sie es vielleicht irgendwann CO2-frei tun oder so, ne? Also Richard David Precht, ein Mensch voller unendlicher Irrtümer, der nichts von dem versteht, was wir heute gesagt haben. Leider wertlos, ja, muss ich so sagen. Dr. Markus Krall und Christian Felber verstehen beide überhaupt nicht diese zentrale Schädlichkeit und Gefährlichkeit ihres geliebten Marktes. Sogar Christian Felber versteht nicht, dass die entscheidenden Schädlichkeiten sozusagen mit seiner Gemeinwohlbilanz überhaupt nicht verhindert werden können. Dass sogar jemand mit 1000 Punkten in der Gemeinwohlbilanz faktisch total schädliche Produkte für die Bevölkerung verkaufen könnten, weil eben das es fehlt, die tatsächliche Wirkung dieser Produkte, zum Beispiel eines Biobrotes, ta die tatsächliche Wirkung, ja, zum Beispiel auf die Wohlfühlstimmen, auf die Gesundheitsdaten und auf die Langlebigkeitsdaten nicht gemessen wird, also kann auch eine Gemeinwohlbilanz von 1000 Punkten, also die höchste Punktzahl bei Felber, überhaupt nichts darüber aussagen, ob nicht dieses Brot schädlich und krankheitsförderlich ist oder nicht. Ja, das also insofern sind Krall und Felber mit ihrer Bejahung eines relativ freien Marktes und einer Nichtkenntnis unserer Lenkungsmaßnahmen, sind sie beides völlig wertlose Marktvertreter sozusagen. Und daraus kann nichts Positives resultieren. KenFM steht stellvertretend für alle Verschwörungstheoretiker, das haben wir ja heute schon genannt, sozusagen, nämlich dass jede Form eines Verschwörungsvorwurfs schon aus taktischen Gründen völlig verfehlt ist und nach unseren Systemreformen keine Verschwörung auch nur irgendeinen finanziellen Erfolg mehr haben würde, also es würde dann keine Verschwörungen mehr geben. Also macht KenFM den Fehler, anstatt zu sagen, wir müssen die Reform der Next Scientist for Future.de einführen, alles ein Wort, statt das zu sagen, sagt er sozusagen, ach, da verschwören sich Menschen gegen uns. Das ist wertlos. Also ist alles, was KenFM bringt, wertlos. Ja, so. Dann aus naturwissenschaftlicher Sicht eben. Ne? Und da ist die einzige Welt der Wahrheit. Dann haben wir hier die Linksradikalen, Noam Chomsky und Rainer Mausfeld. Auch die sind Verschwörungstheoretiker, die reden von irgendeiner Elite, die sich irgendwie, die uns Böses wollte und die uns verarmen lässt und die alles Geld für sich nur wollen und die irgendwie auch böse sind und schlecht, auch wertlos. Alles wertlose Dinge. Ja? So viel zu dem jetzigen, heutigen Tagesthema. Und den ACU haben wir ja schon genannt mit Professor Dings. So, dann haben wir hier unsere normale Liste. Wieder, bitte lesen Sie sich das alles durch. Das sind alle, die wir kritisieren als stark irrtumsbehaftet und starke Irrwege oder gefährliche Irrtümer,
mit denen wir aber durchaus gerne talken würden, weil sie neben ihren gefährlichen Irrtümern immerhin auch einiges Realistische im Kopf haben. Also würden wir durchaus mit ihnen gerne talken. Also alles durchlesen, die Sendung auf Stopp stellen und alles in Ruhe lesen. Das sind die, mit denen wir gerne talken, obwohl wir sagen, sie sind voll von Irrtümern, aber mit denen würden wir gerne talken, weil sie ja auch durchaus alle irgendwo Wahrheitsanteile haben. Alles andere würde ich sagen, so viel Irrtümer, also zum Beispiel Richard David Precht steht deswegen da nicht drauf, weil da höre ich immer nur Irrtümer. Also das ist etwas, was soll ich damit, ja? Oder auch Noam Chomsky, ja? Rainer Mausfeld steht durchaus drauf, mit dem könnte man reden. Ja, Ken FM steht auch drauf, also mit dem kann man durchaus auch reden, Krall sowieso und so weiter. Aber zum Beispiel mit Precht, warum steht der nicht auf unserer Liste drauf? Also ich habe noch nie was gefunden, was irgendwie für mich naturwissenschaftlich wahr war, sondern ich habe immer nur Unwahrheiten gefunden. Na, so viel zum jetzigen Tagesthema. Ja, das war's schon mal wieder mit unserer schönen wissenschaftlichen Tagesschau heute und dann hier nochmal die Einladung zu unseren Talkshows. Jeder, der anderer Meinung ist und mehr sagen kann als haltlose Beleidigung, ist herzlich eingeladen zu unseren Talkshows. Und bitte bewerbt euch da bei den entsprechenden Sendern. Und ja. Ruft an bei den nextscientistsforfuture.de, da wir diese Talkshow produzieren als Produzent und die Sender nur beliefern, sozusagen, dann meldet euch da. Ja, das war's schon wieder für diese jetzige wissenschaftliche Tagesschau heute mit dem entsprechenden Tagesthemen. Tschüssi, bis bald. Hier war der einzige Ort der Wahrheit. Ich hoffe, Sie haben das jetzt begriffen. Außerhalb bekommen Sie halt lauter Irrtümer, gell? Tschüssi, bis bald.